Absoluter Weltmeister in Sachen direkte Demokratie ist die Schweiz. Hier kann das Volk über viele Belange direkt entscheiden. Auf kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene. Allein 10 Abstimmungen national gab es im Jahr 2018. Zum Beispiel zu einer radikalen Reform des Geldsystems, dem sogenannten Vollgeld. Gescheitert. Zu Fahrrad-, Fuß- und Wanderwegen. Erfolgreich. Zur sogenannten Hornkuh-Initiative. Abgelehnt. Also keine Subvention für Bauern, die ihren Rindern die Hörner wachsen lassen. Ein direktes Votum abgeben. In der Schweiz Routine. Vermutlich funktioniert es so gut, weil die Schweiz ein kleines Land ist und schon seit Jahrhunderten direkte Demokratie praktiziert. Weil es politisch weitgehend unabhängig ist und sich also auf die ureigenen Belange konzentrieren kann. Neben der Schweiz, im europäischen Vergleich auch ganz vorn, Liechtenstein. Dann folgen unter anderem Italien, Irland und Dänemark. Eher vom Parlament eingeleitet als vom Volk, werden direkte Abstimmungen bisher in Frankreich, Spanien, Österreich, Schweden, Norwegen und Ungarn. Recht vorsichtig mit Verfahren direkter Demokratie gehen unter anderem diese Länder um. Neben Deutschland, Belgien, Finnland, Griechenland, die Tschechische Republik und Großbritannien. Die Abstimmung zum Brexit, also alles andere als ein Routineakt. So gut wie keine direkte Demokratie gibt es in Rumänien, Portugal, Bulgarien, Malta.